Fakten über Kugelschreiber, bei denen man sich einfach nur denkt, alles klar, ein Kugelschreiber beinhaltet genug Tinte, um etwa 50.000 Worte zu schreiben. Das heißt, man könnte mit einem herkömmlichen Kugelschreiber etwa 100 Seiten füllen. Das wäre der längste Aufsatz der Welt. 1945 kosteten Kugelschreiber in den USA etwa 12 Dollar pro Stift. Für den damaligen Otto-Normalverbraucher war das ein kompletter Tageslohn. Heutzutage kosten Kugelschreiber nur noch zwischen 7 Cent und ein paar Euro. Es sei denn, es ist ein Mont Blanc, für den blechst du mitunter sogar 730.000 Dollar. Bevor es Kugelschreiber gab, sollen die Piloten der Royal Air Force im Cockpit mit Füllern geschrieben haben. Aber dann auch nur in Schönschrift, ne? Alles klar, alles klar.